Meine Damen und Herren, die Digitalisierung, das Internet der Dinge erobert auch das Thema Wohnen. Und unsere Frage ist natürlich, ob die Richtigen es sind, die diese Digitalisierung vorantreiben, ob es in unserem Sinn passiert. In unserem Sinn, das ist natürlich erstmal die Wohnungswirtschaft, für die ich hier stehe, oder ob es an der Wohnungswirtschaft vorbeigeht. Geht es darum, dass die Wertschöpfung in Europa bleibt oder die Wertschöpfung an Europa vorbeigeht? Es geht auch, last but not least, um die Frage der Datensicherheit. Erfolgt dies alles auf einem Hintergrund europäischen Denkens oder auf einem Hintergrund US-amerikanischen Denkens, auch im Umgang mit den Daten? Und dann die Frage, sind wir für diese Entwicklung, die rasant voranschreitet, richtig aufgestellt? Und an dieser Stelle möchte ich jemanden sozusagen noch einbinden, der nicht hier ist, der uns aber nahe verbunden ist. Und das ist Günther Oettinger, der EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Und er kommt jetzt per einer Schalte nochmal dazu. Lieber Axel Gedaschko, verehrte Freunde aus Finnland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gebäude, egal ob Bürogebäude, Industriegebäude, Infrastrukturgebäude oder Wohngebäude, haben für die Gesamtwirtschaft einen herausragenden Wert. Es geht um Sicherheit, um Helligkeit, es geht um Klima, Heizung und Sanitär, es geht um Energieverbrauch und Energieeffizienz und es geht um Daten. Das heißt, die digitale Revolution erfasst die Immobilienwirtschaft voll und ganz. Und mit diesen Daten kann man Gebäudemanagement effizienter machen, Energie sparen, Sicherheit erhöhen, Lebensqualität steigern und auch von Planung und Bau über Wartung und Betrieb bis hin zur Entsorgung, zum Recycling oder zur Umnutzung den Lebenszyklus eines Gebäudes wertvoller machen. Ich bin dankbar, dass deswegen sowohl der Verband von Herrn Gedaschko wie die finnischen Partner bereit sind, Start-up-Unternehmen zu fördern. Wir brauchen kreative Ideen, wir brauchen Existenzgründer, die überlegen, wie man mit digitalen Daten und digitalen Innovationen für die Gebäudewirtschaft Europas mehr erreicht. Das kommt den Bauunternehmen zugute, das kommt den Eigentümern, den Nutzern zugute, das kommt dem Klima und der Umwelt zugute und es kommt den Kosten, die sinken, zugute. Deswegen den beiden Trägern mein Dank und allen Startups auf dem Weg in ihre berufliche Laufbahn als Unternehmer und als Berater für Gebäudewirtschaft viel Erfolg. Jetzt vielleicht einmal aus unserer Sicht ein paar Punkte, die essentiell sind, wenn wir uns auf den Weg machen und unsere eigene Agenda schreiben wollen hier in Europa. Was wir gemerkt haben, als diejenigen, die letztendlich die Innovation in die Wohnung bringen wollen, schlicht und ergreifend vom Markt etwas nehmen wollen, das ist extrem schwierig und wir sind nicht richtig aufgestellt. In Europa ist es eigentlich eher ein Gegeneinander auf relativ kleinem Niveau der Unternehmen, aber dass es einen gemeinsamen Approach gibt, um dieses Thema unter europäischen Denken und Sichtweisen voranzubringen, können wir nicht feststellen. Und deshalb sagen wir als erstes, Think Big. Und Think Big bedeutet in unserem Fall natürlich, Think European. So, und wenn wir darüber nachdenken, haben wir im Moment ein Antritt der Europäischen Union. Horizon 2020 heißt diese Initiative und in diese Initiative wollen wir uns einbinden mit unseren Aktivitäten. Das ist sozusagen der Hintergrund. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Ideen, wir brauchen einen Markt und wir brauchen Geld. Da macht man Strich drunter. Alles vorhanden. Was bedarf es dann eigentlich noch, um diese Daten tatsächlich zum Erfolg zu führen? Wir brauchen eine digitale Agenda.
Und zwar keine, die irgendwo abgehoben von Menschen, die nicht daran interessiert sind, originär die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, sondern eigentlich nur eigene Produkte absetzen wollen, sondern wir brauchen eine digitale Agenda, die aus den Bedürfnissen heraus gespeist wird. Und das ist das Besondere und das etwas andere zu anderen digitalen Agenten. Und dafür brauchen wir etwas, wir brauchen ein Think Tank. Und dieser Think Tank, die Grundzüge, die sitzen im Prinzip vor Ihnen, weil wir haben gesagt, wir wollen dieses gemeinsame Angehen aus unterschiedlichen Sichtweisen. Was wir ganz deutlich auch an dieser Stelle sagen, es ist kein Closed Shop. Wir laden herzlich alle ein, die auf dem Weg mitgehen wollen. Und jetzt vielleicht aber, Erki, it's your turn. Das wird übrigens eine deutsch-englisch gemischte Veranstaltung. Wer das Finnisch mächtig ist, kann gerne auch in Finnisch bedient werden. Aber ich glaube, das ist heute Morgen etwas seltener ausgeprägt. Ich hoffe, Erki, please in English. Yes.